Wir feiern heute Christkönig, ein ganz besonderes Hochfest. Darum geht es jetzt gleich im heutigen Impuls. Wir feiern heute mit dem Hochfest Christkönig den Abschluss des Kirchenjahres. Christkönig ist ein hochpolitisches und hochaktuelles Fest. Eingeführt wurde es vor 95 Jahren von Papst Pius XI. Nach der Katastrophe des Ersten Weltkriegs, der durch die Entwicklung eines gefährlichen Nationalismus in Europa entflammt war, in einer Zeit politischer Zersplitterung, der Revolutionen, die in den 20er Jahren des vorherigen Jahrhunderts die Länder und Parlamente immer mehr handlungsunfähiger machten, in einer Zeit, in der in Italien bereits der Faschismus das Ruder übernommen hatte, stellte Pius XI. Das Fest Christkönig. Dieses Fest sollte das soziale Königtum von Jesus begründen und wollte keine Rückkehr zur Monarchie mit einem weltlichen Machtanspruch. 10 Jahre später entfaltete das Fest seine Energie und revolutionäre Sprengkraft im Deutschen Reich. Es war der Festtag der katholischen Jugend, die mitten in der Nazi-Herrschaft in großen Prozessionen durch die Städte zogen und das Fest zum Anlass nahmen, gegen den Führerkult zu demonstrieren und sich gegen die Ideologie des Nationalsozialismus zu stellen. Knapp 100 Jahre nach der Einführung dieses Festes befinden wir uns wieder in den 20er Jahren. Zersplitterte Parlamente, gespaltene Länder, aufkeimender Nationalismus, soziale Ungerechtigkeiten, Härte im Umgang miteinander, Führerpersönlichkeiten an den Spitzen der Länder. Es ist höchste Zeit, wieder auf die Straße zu gehen und sich zu bekennen. Zu einer Herrschaft der Nächstenliebe, der Versöhnung, des Miteinanders, des Respekts, der Menschlichkeit und des Miteinanders. Für ein Bekenntnis zum Christkönig.